Hallo, liebe Freunde. Kennen Sie den Verfassungsrichter Andreas Voskuhle? Er hat auf die Frage, ob das Grundgesetz eine weitere europäische Integration erlaubt, bereits vor Jahren gesagt, ich denke, der Rahmen ist wohl weitgehend ausgeschöpft. Was aber hat er damit gemeint, wenn er sagt, der Rahmen ist wohl weitgehend ausgeschöpft? Voskuhle sagt weiter, dass die staatliche Souveränität durch das Grundgesetz unabänderbar garantiert ist. Änderungen des Grundgesetzes, die Strukturprinzipien berühren, wie zum Beispiel das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip oder die Bundesstaatlichkeit Deutschlands, sowie die weitere Abgabe von Kernkompetenzen an die Europäische Union, sei nur möglich, wenn sich die Deutschen in einem Volksentscheid eine neue Verfassung geben. Für einen Verfassungsrichter ist das eine spannende und durchaus weitreichende Aussage, vor allem auch mit Blick auf das Gerede von den Vereinigten Staaten von Europa, das wir doch seit Jahren auch von unseren Regierungsparteien zu hören bekommen. Ich habe mich deshalb entschlossen, als Abgeordneter des Bundestages die Bundesregierung zu befragen, ob sie die Einschätzung des Verfassungsrichters Voskuhle teilt und ob sie bereits Pläne für eine neue EU-kompatible Verfassung und einen EU-Bundesstaat Deutschland hat. Ein solches Werk fällt schließlich nicht einfach so vom Himmel und mag auch bereits in einer Schublade der Regierung schlummern. Zudem habe ich die Regierung befragt, ob nicht eigentlich der Verfassungsschutz Personen, Gruppen oder Organisationen beobachtet, die sich daran machen, das zu beseitigen, was im Grundgesetz unabänderbar garantiert ist. Die gezielt für eine Veränderung der Identität des deutschen Staatsvolkes eintreten oder Kernbereiche der staatlichen Souveränität und Rechtsstaatlichkeit aufgeben wollen. Und ob das Bundesamt für Verfassungsschutz eigentlich die faktische Möglichkeit hat, Mitglieder der Bundesregierung zu beobachten. Sie dürfen mit mir gespannt sein, was die Bundesregierung antworten wird. Aber ganz ehrlich, erwarten Sie nicht zu viel. Das Bekenntnis zu Deutschland und zur deutschen Souveränität gibt es in Deutschland nur von einer Partei, der Alternative für Deutschland.